Herr Krüger, Thema Demokratieverdrossenheit. Was ist denn aus Ihrer Sicht, also von der Bundeszentrale für politische Bildung aus gesehen, die beste Möglichkeit, Demokratieverdrossene überhaupt zu erreichen? Also ich glaube, wir müssen in der Alterswelt der Leute, die nichts mehr mit Demokratie oder auch mit Politik und Bildung anfangen können, anknüpfen. Und da fängt es an, sozusagen, welche Medien werden eigentlich rezipiert? Viele der Leute lesen nicht mehr, sie lesen ja nicht mal mehr online, sondern kommunizieren und konsumieren vor allem audiovisuelle Inhalte, von Webvideos bis hin sozusagen zu Fernsehformaten. Und deshalb ist unsere Entscheidung eigentlich die, uns auf die Medienrezeptionsgewohnheiten der Leute einzulassen und dann sozusagen glaubwürdige Formate zu entwickeln. Und glaubwürdig ist ein Format eigentlich nur, wenn irgendjemand, der so eine Art Brückenmensch ist, also das eine Kredibilität, eine Glaubwürdigkeit im eigenen Milieu auf der einen Seite hat, aber irgendwie auch den Fuß in politische Entscheidungsprozesse reingesetzt hat, sich durchgesetzt hat, Erfolg hat, aber trotzdem eine Rückbindung zu dem sozialkulturellen Milieu hat, aus dem er kommt. Das, glaube ich, spielt eine sehr große Rolle. Da haben wir gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Wir haben mit Fernsehsendern kooperiert. Bei jungen Leuten ist das dann eher RTL 2 als Können die Sie da mal öffentlich-rechtlichen. konkrete Beispiele nennen? Ja, wir waren. Projekte wie Zeit für Helden, die Sie gemacht haben? Genau, wir haben uns zum Beispiel mit Zeit für Helden an ein Thema rangewagt, wie Antisemitismus, Antiziganismus. Und ein sehr Entertainment-Format gewählt, also versteckte Kamera, eine gespielte Szene und dann die Reaktionen in Realtime der Leute eingefangen und eben in diesem Format nicht die blamablen Reaktionen gezeigt, sondern das Format setzt sozusagen auf die starken zivilgesellschaftlichen Interventionen. Und das kam gut an bei den Leuten. Die RTL 2-Leute haben uns berichtet, dass sie doppelte Senderquote hatten. Das heißt also, das Gerücht, dass man unpolitisch sein muss im Privatfernsehen, ist Lügen gestraft worden. Und es zeigt, dass wir an die Leute, die wir erreichen wollen, tatsächlich rankamen. 75% hatten nur einen Hauptschulabschluss oder weniger. Das heißt, es hat funktioniert, dass man in dem Format mit politischen Fragen in einem Entertainment, also Unterhaltungsformat, die Leute mit politischen Fragestellungen erreicht hat und Diskussionen ausgelöst hat. Ein zweites Beispiel ist, dass wir haben, es sind unsere YouTube-Projekte, da haben wir mehrere Sachen schon gestartet. Wir haben Begriffe des Islam erklären lassen, und zwar durch eine Beauty-Bloggerin. Das war sehr überraschend für viele, aber es hat funktioniert. Es hat sich geteilt. Es ist eine nonlineare Kommunikation, die eben nicht berechenbar, sondern in alle möglichen Kanäle sich weiterverteilt hat, Gegenreaktionen ausgelöst hat, Diskussionen initiiert hat und ein tolles Projekt war. Irgendwann ist es dann sogar in der Schule angekommen. Das heißt, Lehrer mit einem hohen Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund haben uns gefragt, könnt ihr uns nicht die Videos zur Verfügung stellen mit ein bisschen didaktischem Material? Also da ist eine Menge passiert und das hat alles damit zu tun, dass man sich auf die Lebens- und Alltagswelt der Menschen, die abgehängt sind, die Diskriminierungserfahrungen haben, einlassen muss. Und wenn man nicht an dieser Alltagswelt anknüpft, dann sozusagen verdoppelt man diesen Eindruck des Enttäuschtseins, Abgehängtseins und gegen die Demokratieseins. Und das dürfen wir uns nicht leisten. Demokratie muss immer Demokratie für alle sein. Genauso in der politischen Bildung muss immer politische Bildung für alle sein wollen. Was glauben Sie denn, mit welcher Haltung man den Demokratieverdrossenen gegenübertreten sollte? Ich glaube, dass es nicht darum geht, den Leuten irgendwelche Glaubensbekenntnisse zu vermitteln und zu sagen, wo es lang geht. Sondern didaktisch gesehen müssen das eigentlich Formate sein, die die Leute öffnen, die sie zu Kollaborateuren, zu Mitwirkenden ihres Bildungsprozesses machen. Und da sind sozusagen Bildungsressourcen, die von so einer Institution wie unsere gestellt wird, nur ein Teil. Und auch das Ziel dieses Bildungsprozesses ist nicht, werde ein guter Grüner oder werde ein guter Sozialdemokrat oder so, sondern das Ziel ist, bild dir eine eigene politische Meinung. Lasse nicht zu, dass über dich hinweg entschieden wird, sondern verhalte dich zu Entscheidungen. Und organisiere deine Interessen mit anderen Leuten in der Gesellschaft. Das sind so die Botschaften, die wir versuchen, in diesen Bildungsprozessen rüberzubringen. Und die sind, wenn man so will, ergebnisoffen, was das Ziel betrifft. Und gerade deshalb möglicherweise auch für Leute, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit politischen Beteiligungsmodellen, sind sie glaubwürdiger. Und nur so kann man, glaube ich, über Glaubwürdigkeit kann man die Leute zurückgewinnen und wieder in Diskussionen verstricken, sie herausfordern,
sie ermutigen, ihre Interessen zu vertreten und eben Solidarität auch von anderen Leuten, die in ganz anderen Sphären sind, einzufordern. Ich glaube, viele Menschen brauchen Solidarität, aber sie kriegen es am besten hin, glaube ich, wenn sie es selber lautstark sagen und dabei auch ein Gefühl von Selbstwert entwickeln können. Was glauben Sie denn, wie groß die Rolle von sozialen Medien in dem ganzen Kontext ist? Es gibt ja Leute, die sagen, dass in sozialen Medien hauptsächlich rumgeblasen und getutet wird und das alles überhaupt nichts bringt. Ich bin skeptisch. Ich glaube, gerade was jüngere Leute betrifft, kann man sehr gut erkennen, dass wir es mit so etwas wie einem epistemologischen Paradigmenwechsel zu tun haben. Unsere Kommunikation verläuft nicht mehr nur linear, sondern mittlerweile auch nonlinear. Und das hat eben diesen Aspekt sozusagen der Offenheit, der Ambiguität inne. Wir können nicht berechnen, was mit einem Satz, den wir über Facebook distribuieren, in irgendwelchen anderen Milieus, was damit gemacht wird und was dabei herauskommt. Und das ist eben die neue Herausforderung, mit der sich politische Repräsentanten auch beschäftigen müssen, damit sie eben nicht nur in ihrer eigenen Partei und in ihrem eigenen Ortsverein gehört werden, sondern dass die Gesellschaft sie insgesamt wahrnimmt und sie auch verhandelt werden können, ihre Positionen verhandelt werden können. Deshalb glaube ich, muss man sich in den Parteien, ja, so herausfordernd wie das ist, auf diese neuen Medien einlassen und sie in die Kommunikationskulturen einbauen. Was würde das konkret bedeuten? Na, dass man sozusagen vor allem sich erstmal kundig macht bei jungen Leuten, wie das funktioniert. Manchmal hat man ja den Eindruck, dass die Behäbigkeit der Parteien und auch die Ignoranz gegenüber diesen neuen Medien so groß ist, dass die junge Leute quasi den Eindruck gewinnen müssen, dass die alle altmodisch bleiben wollen. Und das, finde ich, geht einfach nicht. Stattdessen ist es wichtig, eben zu gucken, wo sind diese neuen Formen. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem jüngeren Sohn, dem 17-Jährigen, diskutiert, der als Gamer unterwegs ist und der sich sehr für Strategiespiele interessiert. Zurzeit ist es League of Legends. Und wir haben bestimmt 2 Stunden darüber gesprochen und mir ist klar geworden in diesem Gespräch, wie hochkomplex diese ganze Angelegenheit ist. Wenn du dann mit deiner Hood spielst, dann kann es sein, dass da 2 Brasilianer dabei sind, die nur entweder ein besseres oder ein schlechteres Englisch sprechen als man selbst. Man muss sich irgendwie verständigen und man muss eigene Charakters einsetzen, die eben sozusagen die Gefahr des Verlustes des Spiels oder die Siegchance optimieren. Das heißt, du spielst nicht mit dem Charakter, mit dem du immer spielst, sondern du kollaborierst mit anderen und musst einfach die richtige Mischung und dann die richtige Lane finden, auf der du unterwegs bist. Also irgendwie, mir ist ganz klar geworden, dass solche Gamification-Prozesse von Parteien überhaupt noch nicht rezipiert werden und die auch Ergebnis von nonlinearen Kommunikationskulturen sind, die in der Zukunft unser Leben viel mehr bestimmen werden. Und ich glaube, die Parteien werden sich durchsetzen, die diese altmodischen linearen Kommunikationen abschütteln und sich einlassen, also auch auf Offenheit, auf Kommunikation, neue Gesichter zeigen und präsentieren, die eben das auch irgendwie rüberbringen können, was für Potenziale und Chancen da drin liegen. Und da muss man natürlich sozusagen die eigenen Narrative, die eigenen Erzählungen auch in solche linearen, nonlinearen Formate übersetzen und zulassen, dass möglicherweise auch die eine oder andere Position ein bisschen anders gesehen wird. Ich finde ja sowieso, Widersprüche sind nichts Schlimmes, sondern Widersprüche gehören ja zur Demokratie. Und Demokratie ist glücklicherweise eben nicht so eine starre Formation wie eine Diktatur, wo alle differenzierten Meinungen unterdrückt werden, sondern Demokratie hält Widersprüche aus. Und auch Parteien müssen es eigentlich zur Tugend machen, dass in ihrer Partei eine Kultur der Akzeptanz von Widerspruch entsteht. Vielen Dank.